Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als ich zum ersten Mal von diesem Fall hörte, habe ich versucht, mich zu erinnern, ob ich jemals in meiner Zeit als Lehrer – und ich war fast 20 Jahre als Lehrer an verschiedenen Schulen tätig, zuletzt auch hier in Berlin – ob ich jemals die Polizei gerufen habe. Und tatsächlich ist mir ein Fall eingefallen. Das war, als ein Schüler mit einer scharfen Waffe in die Schule gekommen ist, hier in Berlin. Allerdings wäre es weder mir noch meinen Kollegen in den Sinn gekommen, wegen abweichender politischer Meinungen eines Schülers oder einer Schülerin, wie Sie immer sagen, gleich die Polizei zu rufen. Dieser Schulleiter, meine Damen und Herren, hat in dieser Hinsicht komplett pädagogisch versagt. Und es geht ja nicht um einen Einzelfall, werter Herr Kollege Kubicki, sondern es geht um etwas Grundsätzliches, nämlich um die Frage, wie es um die Meinungsfreiheit in diesem unserem Lande noch bestellt ist. Sie gilt nämlich nicht nur für Erwachsene, sondern, Frau Kollegin, sie gilt erst recht und insbesondere für Schüler, die sich im Schutzraum Schule aufhalten und die nicht die Immunität genießen, wie wir Abgeordnete. Ich wünsche Ihnen nicht, dass nachher die Polizei vor der Tür steht und Sie mit Ihren Aussagen konfrontiert. Und das sollte auch bei Schülern nicht so sein. Gerade Sie verdienen unseren Schutz, meine Damen und Herren. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wer gefährdet denn hier die Demokratie? Ein 16-jähriges Mädchen, das gesagt haben soll, Deutschland ist für sie mehr als ein Ort, nämlich eine Heimat. Oder ist es der Schulleiter? Ist es der Schulleiter, unterstützt von der Polizei, von Innenministerin, der Bildungsministerin, eine Ex-SED-Partei übrigens angehörend? Sind es nicht vielmehr die, dass die unsere Demokratie gefährden? Meine Damen und Herren, ich glaube, die Bürger da draußen in unserem Lande haben diese Frage schon längst für sich entschieden. Und die Antwort werden sie bei den nächsten Wahlen erhalten. Da freue ich mich schon drauf. Und eigentlich waren wir bei diesem Thema ja schon weiter. Und da gucke ich mal zur CDU. Vielleicht erinnern Sie sich mal dran, wie das Anfang der 80er Jahre war. Da gab es einen Mann, der hieß Franz Josef Strauß. An meiner Schule gab es, ich war noch selbst zu jung, vielleicht hätte ich das sonst auch gemacht, da gab es mutige Schüler, die trugen eine Plakette, Stoppt Strauß. Und auch sie wurden von der Polizei drangsaliert. Eine Schülerin wurde von der Schule verwiesen. Sie musste klagen auf ihr Recht auf Meinungsfreiheit. Sie hat erst nach einigen Jahren Klagen Recht bekommen. Und das bayerische Schulgesetz musste an dieser Stelle geändert werden. Und das sollten vielleicht auch diejenigen sich zu Herzen nehmen, die wie die SPD jetzt gerade in meinem neuen Wahlkreis Brandenburg versuchen, ein Anti-AfD-Schulgesetz auf den Weg zu bringen, meine Damen und Herren. Lernen Sie aus der Geschichte und kehren Sie zurück auf den Boden unserer Verfassung. Die Meinungsfreiheit steht über solchen Schulgesetzen, meine Damen und Herren. Und es ist ja eben auch schon angesprochen worden, wir haben ja zwei, sage ich mal, historische Erfahrungsstränge, aus denen wir lernen könnten. Der eine führte zum Beutelsbacher Konsens, das waren die Kämpfe 1968 folgende. Und der andere, das sind die Erfahrungen, die wir in der SED-Diktatur gemacht haben oder zumindest einige von uns selbst machen mussten. Und aus beiden diesen historischen Erfahrungen ergibt sich doch eigentlich nur eine Lehre, meine Damen und Herren. Man ruft nicht die Polizei, wenn ein Schüler eine abweichende politische Meinung vertritt. Das ist zunächst mal eine Sache für die Schule. Und meine Damen und Herren, dieses stickige geistige Klima, das sich so langsam in unserem Land ausbreitet, das hat ja einen Ursprung. Und das kommt nämlich gar nicht aus dieser Schule in Riebnitz-Damgarten, sondern das kommt von da. Das kommt direkt aus der Bundesregierung, und zwar von Anfang an. Die Bundesinnenministerin hat bereits am 17. Dezember 2021, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, aus den sozialen Medien, Zitat, wer im Netz Hass und Hetze verbreitet, sagt die Bundesinnenministerin, bekommt es mit der Polizei zu tun. Wir müssen solche Delikte konsequent verfolgen, auf allen Ebenen. Zitat Ende. Offenbar gilt das auch für den Schutzraum Schule, meine Damen und Herren, wie wir jetzt gemerkt haben. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal festhalten, die Schülerin hat nach allem, was Sie bislang wissen, haben Sie auch festgestellt, Herr Kubicki, sich keiner Straftat irgendwie irgendetwas zu Schulde kommen lassen. Sie hat nichts Strafwürdiges begangen.
Und daran ändern jetzt auch die nachgeschobenen Bildchen von Ihnen überhaupt nichts. Sie hat ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen und wird nun von Uniformierten eingeschüchtert, wie in eine Diktatur, die hier einige offenbar wieder errichten wollen. Und da stellen wir uns dagegen. Es geht hier leider die Saat auf, ganz von oben gestrickt von Frau Faeser, Frau Paus. Sie richten Meldeportale ein. Sie wollen Meinungsdelikte verfolgen unter der Strafbarkeitsschwelle. Das alles sind Vorzeichen einer Gesinnungsdiktatur. Wir wissen, wo wir in diesem politischen Kampf stehen. Auf der Seite der Demokratie und auf der Seite des Mädchens im Riedlitz-Dammgarten, die übrigens krank geworden ist durch Ihre Hetze. Ich wünsche ihr von hier aus gute Besserung, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Martin Rabanus für die SPD-Fraktion.